Anno 1800, das Brettspiel von Martin Wallace, ist die Umsetzung des preisgekrönten PC-Aufbausimulationsspiels von Ubisoft. Zwei bis vier Spieler ab 12 Jahren konkurrieren hier ungefähr 2 Stunden lang um die prachtvollste Insel und den größten Einfluss. Zu Beginn des Spiels hat jeder Spieler eine eigene Heimatinsel, dazu ein paar Bauern, Arbeiter und Handwerker, einige grundlegende Industrien, eine Werft und bereits eine kleine Flotte. Die Bevölkerung, mit der ihr startet, wird durch diese Bevölkerungskarten dargestellt. Auf denen seht ihr, was ihr tun müsst, um die einzelne Karte zufriedenzustellen, den einmaligen Effekt, den sie euch bietet, sowie die Punkte, die ihr am Ende des Spiels für diese Karte bekommt. Das Spielende selbst wird ausgelöst, sobald ein Spieler gar keine Handkarten mehr hat und wer nach der Schlussabrechnung die meisten Punkte hat, gewinnt das Spiel. In eurem Zug habt ihr genau eine Aktion zur Verfügung. Dadurch sind die Züge sehr schnell und es gibt auch sehr wenig Leerlauf innerhalb einer Runde. Eure beiden wichtigsten Aktionen sind zum einen der Ausbau eurer Stadt durch neue Industrien, Werften, Schiffe und auf der anderen Seite das Zufriedenstellen eurer Bevölkerungskarten. Nutzt dafür die begrenzt zur Verfügung stehenden Arbeitsplätze, um Ressourcen zu produzieren, die es euch erlauben, neue Industrien zu bauen und auf eure Insel zu platzieren. Alternativ könnt ihr auch eure Bevölkerung vergrößern, also mehr Arbeitskraft in eure Städte holen. Dadurch kommen aber natürlich auch weitere Bedürfnisse dazu, die erfüllt werden möchten. Alternativ kann eure bestehende Bevölkerung auch aufsteigen. Dabei durchläuft sie die aus dem PC-Spiel bekannten Stufen vom Bauern über den Arbeiter, Handwerker und Ingenieur bis zum Investor. Eure Flotte könnt ihr aussenden, um neue Inseln zu erkunden. Da hätten wir zum einen die alte Weltinseln, die euch in erster Linie neue Bauplätze zur Verfügung stellen und eure Insel erweitern. Oder ihr erkundet eine neue Weltinsel. Diese bieten euch Zugang zu exotischen Ressourcen, an die ihr sonst nicht rankommen würdet. Letztlich kann eure Flotte aber auch auf Expedition gehen und so neue und seltene Tiere und Artefakte finden. Den Löwenanteil eurer Punkte erhaltet ihr am Spielende durch zufriedengestellte Bevölkerungskarten. Es gibt allerdings auch noch diese Auftragskarten, die bekannte Persönlichkeiten oder Errungenschaften aus der Anno-Welt repräsentieren und die euch vor bestimmte Herausforderungen stellen. Dadurch könnt ihr zum Beispiel zusätzliche Wege erhalten, wie ihr Punkte erhaltet oder besondere Effekte, die ihr sonst nicht verwenden könntet. Ein ganz wesentlicher Aspekt des Spiels ist der Handel zwischen den Spielern. Da die Bauplättchen in der Mitte des Spielplans nur begrenzt verfügbar sind, kann es durchaus sein, dass ihr nicht alles bauen könnt, was ihr für eure Pläne benötigt. Da kommt dann eure Handelsflotte ins Spiel, mit der ihr diese Lücken überbrücken könnt. Da ihr immer mit den Mitspielern handelt, könnt ihr so auch vom Fortschritt eurer Mitspieler profitieren. Ein größerer Unterschied zur Vorlage ist, dass es in Anno 1800, dem Brettspiel, keinen Krieg gibt. Auch insgesamt ist es hier kein destruktives Spiel. Ihr konkurriert um verschiedene Aspekte des Spiels, aber ihr könnt keinen Krieg anfangen. Ihr könnt euch auch keine Inseln gegenseitig abluchsen oder Industrien zerstören. Auch der Handel kann nicht verwehrt werden, ist aber natürlich lukrativ für beide Parteien. Abgerundet wird das Ganze durch die Originalabbildung der PC-Vorlage, die wir im gesamten Spiel verwendet haben. Gleich auch in einer neuen Perspektive. Und das ist Anno 1800, das Brettspiel.